Pete auf seiner Nerzfarm. Sie hat gesagt, dort fährt sie immer hin, wenn sie eine Weile Ruhe brauchte. Das ist wohl meine einzige Hoffnung im Moment. Der ist leer. Offenbar wurde der großherzige und sozial engagierte Firmengründer brutal und gewaltsam mit einem Stock erschlagen. Unmenschlich roh und ohne jede Gnade. Die Polizei hat eine kriminelle Motorradgang in Gewahrsam genommen, die unter dem Namen die Polecats bekannt ist. Nein. Mit Ausnahme ihres Anführers, der sich immer noch auf der Flucht befindet. Am Highway 9 wurden mehrere Straßensperren aufgestellt und die Polizei verstärkt ihre Suche nach diesem gefährlichen und skrupellosen Kriminellen. Wir sind reingelegt worden. Straßensperren sind scheiße. Ich hätte die Gang nicht hier lassen sollen. Hey, davon will ich überhaupt nichts hören. Du willst mich doch nicht nachträglich zum Mitschuldigen machen. Bleib einfach ruhig, Mann. Da drin stinkt zwar ein bisschen, aber ich habe noch nie besser geschlafen. Du musst mir helfen. Such meinen Redakteur in Corville. Sag ihm, dass ich Bilder vom Corley-Mord habe. Du hast Fotos? Ja, aber irgendein Kerl hat meine Kamera genommen. Also hast du keine Fotos? Naja, ich habe den Kerl bis Mallowmead verfolgt. Aber dahin kriegen mich keine 10 Pferde mehr. Die bringen mich um. Hol meinen Redakteur. Er muss mich hier rausholen. Nimm einen dieser falschen Ausweise, um durch die Straßensperre zu kommen. Meine Karriere hängt von diesen Bildern ab. Hilf mir, Ben. Du bist meine einzige Hoffnung. Oh, keine Sorge. Ich schulde dir was. Wenn Mirandas Kerl derselbe ist, der Moos Hütte verwüstet hat, dann könnte das Mirandas Kamera gewesen sein. Aber wer hat dann den Film? Er sieht nicht sehr glücklich aus. Nützlich sein. Jemals was von Onkel Pietz Nerzfarm gehört? Ich
erinnere mich, dass es da an der Straße mal so eine Art Wieselzucht oder sowas gegeben hat. Den Highway 9 runter, auf der anderen Seite von diesen verdammten Straßensperren. Da habe ich immer günstig Nerzfleisch gekauft, um es an Schulküchen fürs Mittagessen zu verkaufen. Diese Sache hat sich echt gelohnt. Also, nimmst du mich mit? Was, wenn sie hinten reinsehen und mein Bike finden? Es ist vergraben, in konzentriertem Dünger. Vertrau mir, niemand gräbt in diesem Dreck rum. Also, du wirst im Motorraum mitfahren. Im Motorraum? Hey, da drin schmuggle ich immer mein Zeug. Das meiste davon ist weit mehr wert als du. Also, schieb deine Knochen rein, dann sind wir morgen früh bei dieser Nerzfarm. Ich hoffe, du kannst mit einer Gangschaltung besser umgehen als mit dem Messer. Ja, ja. Na toll, riecht so, als hätte er ein Benzinleck. Ich liebe Motorbrände. Tut mir leid, Sir, hier nur noch für Polizeifahrzeuge. Ich gehöre zum FBI, Kollege. Prüfen Sie es nach. Und was tun Sie hier? Geheime landwirtschaftliche Untergrundoperation. Was haben Sie geladen? Dünger. In Ordnung, fahren Sie durch. Ich hoffe, ihr kriegt euren Mann. Probleme mit dem Truck? Loser Schlauch, nichts Besonderes. Ich hab deine Maschine schon rausgeholt. Steht da drüben. War nett, dich kennenzulernen. Muss wieder los, weißt du? Zum Reparieren hat er meine Benzinleitung genommen. Dafür bringe ich diesen Trucker um.